Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich fahre jetzt zu der Maßnahme. Mal schauen, was da so rauskommt und nehme euch wieder mit. Bis gleich. So meine Lieben, das ist heute mein Mittagessen. Und zwar eigentlich nur Reis mit, sieht ein bisschen mehr, sieht ein bisschen viel aus, es ist nicht so viel. Auf jeden Fall Reis mit Möhrchen und eine Brühe. Gott, das sieht echt viel aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist jetzt heute mein Abendessen und zwar wieder Reis mit Möhrchen. Weil das ist ja glutenfrei, von daher darf ich das ja essen. Und dann 2 Filetstücke Fisch, selbst gefangen von meinem Vater aus Norwegen. Seelachs, glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Da habe ich hier 2 Tee. So, meine Lieben. Ja. Jetzt ist der Tag auch wieder vorbei. Ich liege hier, sitze wieder auf, oder besser, ich liege hier auf meinem Bett. Was ich gegessen habe, habt ihr ja gesehen. Es war jetzt viel Reis heute, also wirklich sehr viele Kohlenhydrate. Aber mein Gott, sonst esse ich auch nicht so viel Reis. Und als Frühstück esse ich jetzt immer ein Brot. Dieses glutenfreie Brot. Und es ist echt grandios, was das auswirkt. Dieses glutenfreie Ernährung habe ich echt nicht mit gerechnet, dass es wirklich so ein Wandel ist, dass es wirklich so ist, dass es keine Nebenwirkungen mehr hat. Also ich mir nicht mehr schlecht ist nachts. Super, also ich bin echt begeistert. Heute Morgen war ich ja bei dieser Maßnahme. Das ist, war ganz in Ordnung. Zumindest war heute da jemand, der hat uns, beigebracht hat er uns auch nicht, aber jemand von der Zeitarbeitsfirma. Und ich habe mich da ganz normal vorgestellt. Ja, ich hätte schon eine Stelle von daher, aber ja, Zeitarbeit ist nicht sowas für mich, sondern es ist eher was, ja, weiß ich nicht, diese Schichtwechsel. Das ist nicht so ganz so meins. Also, nee, wie soll ich das sagen? Also, ich muss mich, wenn ich einen Ort habe, also einen, ja, bei Zeitarbeitsfirmen ist es ja so, dass man eine Woche da arbeitet und am nächsten 2 Wochen da arbeitet. Das ist aber nicht so gut für mich. Ich finde es besser, wenn ich ja auf einer Stelle fest angestellt bin. Ja, man weiß ja nicht, wie lange man dann da fest angestellt ist, aber wenigstens auf einer Stelle und ich weiß genau, die Bewohner und die Patienten, Gäste, was auch immer, habe ich zu pflegen. Das ist, da kann ich besser drauf einlassen oder so, wie es heißt, ja. Was wollte ich euch jetzt noch sagen? Ich habe jemanden sehr Nettes kennengelernt. Natürlich, da sage ich den Namen natürlich nicht, selbstverständlich. Aber der ist sehr, sehr nett. Vielleicht, ja, man weiß ja nie, was raus wird, ne? Wir schreiben bei WhatsApp und es ist sehr schön, sehr nett. Und das mit dem anderen, der jetzt auf mich abfährt, fragt mich nicht wieso. Der etwas ältere Mann, ne? Der habe ich jetzt gesagt, dass ich einen Freund habe. Natürlich ist es nicht gut, man soll nicht lügen. Bla bla bla. Das weiß ich selber. Aber ja, ist gut. Was soll ich denn machen? Ne? Ich muss irgendwie erzählen, dass er mich in Ruhe lässt. Ne? Weil, ja, mein Gott, er ist aber nicht mein Typ und er ist ein bisschen zu alt. Ja, das sind 14 Jahre Unterschied. Ne? Das ist schon, finde ich persönlich nicht gerade wenig. Ne? Aber gut, das muss jeder selber wissen. Bayern hat ja heute gespielt gegen Dortmund. Und ich habe wirklich, anfangs war ich ganz bisschen für Bayern, aber dann, als Reus das erste Tor geschossen hat, war ich wirklich für Dortmund, weil die Bayern haben ja so viele Titel schon gewonnen und Dortmund kann ja auch mal was schaffen wieder. Von daher bin ich sehr froh, dass Dortmund dann doch gewonnen hat. Ich habe das letzte Tor gar nicht mitgekriegt. Ich habe da, mein Fernseher ist ja auch nicht der allzu beste, ne? Weil er ist nicht so scharf, ne? Bei richtig Full HD sieht man ja sofort, wie steht. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer noch das 2-2 im Hinterkopf gehabt und habe das dritte Tor von Dortmund gar nicht gesehen. Und der Moderator hat dann gesagt, ja,
wenn alles so gut klappt, kommt das Sportstudio gleich im Anschluss. Ich dachte, dann wäre doch Verlängerung, ne? Mit 2-2, wer muss ja Verlängerung sein? Ich hier guckt, oh, Dortmund führt ja. Ach du Scheiße. Das wusste ich gar nicht. Ja, gut. So bin ich halt. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Nö, nichts mehr Großartiges. Heute habe ich halt nicht so viel gemacht. Und morgen halt nochmal die Maßnahmen am Nachmittags. Und vormittags fahre ich mit meiner Mutter einkaufen, weil Kühlschrank ist leer. einer Woche muss man ja, also muss ich zumindest einkaufen. Jetzt ist es ja auch ein bisschen anders. Ich habe jetzt ganz viele Nudeln noch zu Hause. Und so Weizen... Sachen, die ich halt nicht mehr essen darf. Und ich kriege meiner Mutter alles. Von daher, gut. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und bis morgen. Tschüssi.